5. Der Alltag des kleinen Mädchens, voller Freunde und Magie. Schon wenn man sie hüpfen sah, war es offensichtlich, dass das junge Mädchen Spaß hatte. Ihr wunderschönes platinfarbenes Haar, das mit leuchtend blauen Bändern zusammengebunden war, wiegte sich mit ihren Bewegungen hin und her und glänzte gelegentlich im Licht. Ihr hellblau kariertes Kleid schien ihr in letzter Zeit sehr ans Herz gewachsen zu sein, und natürlich holte sie es aus dem kleinen weißen Weidenkorb, um es heute wieder zu tragen. Ihre Miene hellte sich weiter auf, als sie ihre Freunde auf dem Platz spielen sah. Chloe, rief Latina, winkte energisch und lief auf das Mädchen zu. Das südliche Viertel von Kreuz, in dem Latina wohnte, war sowohl ein raueres Viertel, in dem die einfachen Leute lebten, als auch ein Ort, an dem sich Geschäfte für Abenteurer und Reisende befanden. Für Kinder war es zumeist kein geeigneter Ort zum Spielen. Es gab günstige Gasthäuser, in denen man ohne Fragen zu stellen bedient wurde. Bars, in denen sich Abenteurer, die keine Arbeit fanden, ab mittags in einen Vollrausch saufen konnten, und sogar Geschäfte, die nach billigem Parfüm stanken, um die Begierden von Männern zu befriedigen. Das waren die Geschäfte, die das Dancing Ocelot umgaben. Deshalb durfte Latina nur auf der Hauptstraße des südlichen Viertels und dem Weg, der vom tanzenden Ocelot dorthin führte, allein ausgehen. Glücklicherweise befand sich das tanzende Ocelot in der Nähe des Zentrums des südlichen Bezirks. In der Nähe des Stadteingangs gab es eine große Anzahl von Geschäften, die sich an Abenteurer und Reisende richteten, und besonders häufig waren Läden, die niedrigere Preise für geringere Qualität anboten. Die Besitzer des Dancing Ocelot wählten seinen Standort, um sich von all dem abzugrenzen. Bis vor kurzem war es Latina verboten gewesen, allein auszugehen, aber da sie alt genug war, um bald in die Schule zu gehen, konnte dieses Verbot nicht mehr so lange aufrechterhalten werden. Daran würde sie sich unbedingt gewöhnen müssen, wenn sie älter wurde. Im Zentrum der Stadt gab es einen Platz, und in letzter Zeit traf sich Latina dort am liebsten mit ihren Freunden aus dem Ostviertel und spielte zusammen. In der Mitte des Platzes fand normalerweise ein Markt statt, und obwohl man dort gut spazieren gehen und sich die Waren ansehen konnte, war es kein geeigneter Ort zum Spielen. In der Nähe gab es einen Park, und dorthin gingen die Kinder. Auch die Bewohner der Stadt nutzten ihn als Ort der Entspannung. Obwohl der Park eine von Menschenhand geschaffene Mischung aus Gras, Bäumen und Blumenbeeten war, war er immer voll von Menschen, die spazieren gingen, oder von Kindergeschrei, das sich amüsierte. Auf dem Platz spielten einige Kinder, die Latina nicht erkannte. Als sie an ihnen vorbeiging und den Weg zu ihren Freunden fand, strahlte sie mit einem Lächeln um die Wette. Was ist los, Latina? Du siehst glücklich aus. Ist etwas Gutes passiert? Auf Chloes und Markels Fragen hin berichtete Latina fröhlich. Dale ist zurückgekommen. Ist das so? Schön für dich, Latina. Latinas Freunde hatten gesehen, wie tief deprimiert sie war, als ihr Vater weg war. Es waren ehrliche Worte des Glückwunsches, dass ihre kleine Freundin endlich wieder aus tiefstem Herzen lächeln konnte. Dale sagte, das seien Souvenirs für alle. Willst du einen Snake haben? Latina lächelte und hielt einen Korb voll mit Süßigkeiten hin. Rudi erkannte, dass es sich um Essen handelte, und starrte es vergnügt an, was Anthony ein sarkastisches Lachen entlockte. Wow, die sehen aber teuer aus. Kann ich die alle essen? Pass auf, Latina. Rudi wird sie wirklich alle verschlingen, wenn du ihn lässt. Diese vier waren Latinas wichtigste Spielkameraden. Diejenige, die an der Spitze der Gruppe stand und als Anführerin fungierte, war das einzige Mädchen, Chloe. Sie und Latina verstanden sich bereits so gut, dass man sie als beste Freundinnen bezeichnen konnte. Für Latina war Chloe jemand, den sie respektierte.
Da sie selbst in einer Gruppe von Jungen fest und entschlossen die Machtposition innehatte, fand Latina sie wirklich erstaunlich. Und Chloe wiederum hielt Latina für ein kluges Mädchen, das viele Dinge wusste, die sie nicht wusste. Jede sah die andere als ebenbürtig an, als jemanden, der das hatte, was ihr fehlte. Deshalb konnten sie sich trotz ihrer völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten so schnell anfreunden. Oder vielleicht sollte man sagen, dass es gerade diese Unterschiede waren, die sie zueinander hingezogen haben. Sie waren nicht eifersüchtig, sondern respektierten sich gegenseitig. Latina hatte sich auch schnell mit dem Jungen namens Marcel angefreundet, der eine sanfte Persönlichkeit und ein rundes Gesicht hatte, das nur ein bisschen zu dick war. Da er immer freundlich zu Latina war und darauf achtete, sie nicht zu erschrecken, war er nach Chloe der zweite Liebling des Mädchens. Wenn man sie nach dem schlanken, braunhaarigen Jungen namens Anthony fragte, würde Latina sagen, dass sie ihn nicht besonders gut kannte. Aber es schien, dass sie ihn zumindest nicht ablehnte. Er war die Art von Kind, die Chloe als gewitzt bezeichnen würde, während Erwachsene sagen würden, dass er einen klaren Kopf hat. Und dann war da noch der größte Junge in der Gruppe. Latina mochte Rudi, sein richtiger Name war Rudolf, aber seine Freunde nannten ihn bei diesem Spitznamen nicht sonderlich. Ihre erste Begegnung hatte einen schlechten Eindruck hinterlassen, und auch danach hackte er immer wieder auf dem Teufelsmädchen herum und spielte ihr Streiche. Darauf folgte immer ein harter Gegenangriff von Chloe, aber er zeigte keinerlei Anzeichen, dass er seine Lektion gelernt hatte. Da sie nicht viel mit Kindern in ihrem Alter zu tun hatte, wusste Latina nicht recht, wie sie mit Rudi umgehen sollte, der mit Abstand der kindischste in der Gruppe war. Da die vier Kinder in Kreuz geboren und aufgewachsen waren, kannte man sie in der Stadt, und solange Latina ihnen folgte, wurde sie problemlos akzeptiert, sogar in Gruppen von Kindern, die sie noch nie getroffen hatte. Und so konnte Latina zum ersten Mal überhaupt mit Freunden spielen. Was sollen wir heute spielen? Wir wollten Oktopus fangen spielen. Das machen wir mit den Kindern da drüben. Willst du auch mitkommen, Latina? Ja. Die vier zeigten Latina, wie man es spielt. Es war eine Variante des normalen Fangens, bei der man sich mit demjenigen, der es war, an den Händen fasste, wenn er einen erwischte, und dann gemeinsam hinter den anderen herjagte. Am besten war es in einer großen Gruppe zu spielen. Nachdem Latina zu ihnen gestoßen war, eilte die Fünfergruppe dorthin, wo die anderen Kinder im Park spielten. Es war ein Zeichen für den Wohlstand und die gesunde Natur von Kreuz, dass die Kinder mit fröhlichem Geschrei auf den Straßen herumlaufen konnten. Trotz der vielen Reisenden, die durch die Stadt strömten, gab es hier mitten am Tag nichts, was die Kinder wirklich gefährden konnte. Das lag zum Teil daran, dass sich der Platz in der Nähe des Herrenhauses befand, wo die örtliche Regierung ihren Sitz hatte. In Kreuz gab es Slums, die sich allerdings außerhalb der Stadtmauern befanden und sich an diese anschmiegten. Auch in der Stadt selbst gab es Kinder, die in ärmlichen Verhältnissen lebten, da sie von klein auf zur Arbeit gezwungen wurden. Aber trotzdem konnte die überwältigende Mehrheit der Kinder dort Spaß haben, spielen und einfach ihre Kindheit genießen, vielleicht mehr als in jeder anderen Stadt in La Vente. Nachdem die Kinder zahlreiche Partien Krakenjagd gespielt hatten und bis zur Erschöpfung herumgerannt waren, trennten sie sich natürlich. Nachdem sie sich von den anderen Kindern verabschiedet hatten, setzten sich Latina und ihre Freunde an den Rand ins Gras und holten den Inhalt des Korbes heraus. Nach so viel Bewegung hatten sie sich einen ziemlichen Appetit angewöhnt, also war es Zeit für einen Snack. Die in dünnes Papier eingewickelten Brownies sahen wirklich lecker aus, aber als Latina sie an ihre Freunde verteilte, sah sie überhaupt nicht wie jemand aus, der sich auf Süßes freut. Ihre Wangen waren aufgeplustert, um ihren Unmut zu zeigen. Sie gab sich alle Mühe zu zeigen, wie sie sich fühlte,
aber stattdessen sah sie aus wie ein süßes kleines Tier. Kopf hoch, Latina. Diese Süßigkeiten sind köstlich. Anthony und Marcel versuchten, Latina mit solchen Bemerkungen aufzumuntern, während sie ihre Snacks verschlangen. Doch Latinas aufgeblähte Wangen wurden nicht weniger. Warum hat es Rudi immer auf Latina abgesehen? Fragte sie unglücklich. Hem. Weil du so klein und langsam bist. Völlig ungerührt von Latinas Beschwerden verschlang Rudi weiter die Brownies, die er in jeder Hand hielt. Es handelte sich um erstklassige Ware aus berühmten Geschäften, die von den Adligen der Hauptstadt frequentiert wurden, aber für die Kinder zählte nur, dass es reichhaltige und leckere Süßigkeiten waren. Es gab Kinder, die waren kleiner als Latina. Aber selbst wenn sie kleiner waren, waren sie immer noch schneller als du. Latina ist nicht langsam, sagte Latina und ihre Wangen blähten sich wieder auf wie Ballons. Sie war sichtlich verärgert, Rudi hatte ihren Stolz schwer verletzt. Das liegt daran, dass Rudi immer am meisten hinter Latina herläuft, behauptete Latina, was Anthony zu einem unbeholfenen Lachen veranlasste, während Chloe die Brauen zusammenzog. Auch Marcel warf beiläufig einstimmend ein. Es war schwer einzuschätzen, was Markels Reaktion bedeutete, aber Rudi selbst blieb gleichgültig und packte einen weiteren Brownie aus. Ist es nicht seltsam, dass er es selbst nicht bemerkt, flüsterte Chloe. Rudi ist schließlich noch ein Kind, antwortete Anthony und flüsterte ebenfalls. Sie waren zwar noch jung, aber Rudas Handlungen waren leicht zu durchschauen. Es war ihnen sogar fast peinlich, ihren alten Freund so unverhohlen handeln zu sehen. Das andere Gesprächsthema, Latina, biss ebenfalls in einen Brownie, und ihr Gesichtsausdruck hellte sich plötzlich auf, als ob sie Rudi überhaupt nicht mehr interessierte. Seit ihrer ersten Begegnung sahen Chloe und die anderen Latina als etwas Besonderes an. Das Mädchen hatte glänzendes, glitzerndes Platinhaar und trug wunderschöne Bänder, wie sie sich gewöhnliche Kinder nur für Feste wünschen konnten. Zuerst war sie nur Haut und Knochen gewesen, aber jetzt, wo sie wieder zugenommen hatte, war sie unglaublich süß und charmant. Sie war wie eine Prinzessin aus einem Märchen. Sie wurde in einem weit entfernten Land geboren, weshalb ihre Sprache ein wenig unbeholfen war, aber sie konnte zaubern. Sie hatte keine leiblichen Eltern, aber sie lebte mit ihrem Adoptivvater in einem Laden, in dem sich Abenteurer trafen. Jeder dieser Aspekte würde den Kindern außergewöhnlich erscheinen, und alle trafen auf Latina zu. Alle vier Kinder wussten auch von ihren Hörnern. Tatsächlich war es Latina selbst, die ihnen das kleine schwarze Horn gezeigt hatte, das sie hinter ihrem Bellend versteckt hatte. Latina hatte Chloe sogar erlaubt, es zu berühren, und sie fand, dass es sich weich anfühlte und eine leichte Wärme ausstrahlte. An dem traurigen Gesichtsausdruck von Latina konnten die Kinder erkennen, dass sie nicht nach ihrem kaputten linken Horn fragen sollten. Sogar Rudi, dem es an Taktgefühl zu fehlen schien, verstand das. Mit einer Flexibilität, die den Erwachsenen fehlte, akzeptierten die Kinder leicht, dass die Teufel zwar etwas anders waren als sie, aber immer noch Menschen. Anfangs hatten sie sich tatsächlich von ihrer Einzigartigkeit angezogen gefühlt, aber jetzt war ihre kleine, liebenswerte Freundin Latina für sie etwas sehr Wertvolles. Und weil sie das wusste, waren sie auch für Latina sehr wertvoll. Ihre Freunde wussten, zunächst einmal hätte er nie gedacht, dass es für ein so junges Kind überhaupt möglich war. Er hatte es nicht einmal in Betracht gezogen. Als das Thema beim Abendessen aufkam, war er so überrascht, dass er unbewusst seine Gabel fallen ließ. Hm. Du kannst zaubern, Latina. Ja. Aber nur einen einfachen Heilzauber. Seit diesem Gespräch fragte sich Dale, ob er ihr eine richtige Ausbildung in Magie geben sollte oder nicht. Vor allem die Angriffsmagie bereitete ihm Sorgen. Hem. Angriffsmagie ist gefährlich, aber ich möchte,
dass sie sie auch zur Selbstverteidigung lernt. Das Einzige, worüber er sich mehr Sorgen machte, war ihr gebrochenes Horn. Immerhin war sie ein so süßes kleines Mädchen. Er konnte nicht umhin, sich Sorgen zu machen, dass einige Leute mit bösen Absichten es irgendwann auf sie abgesehen haben könnten. Solange sie die Macht hatte, Magie zu benutzen, sollte er ihr die Fähigkeiten beibringen, die sie brauchte, um sich zu schützen. Wie er Latina kannte, würde sie die Magie nicht leichtsinnig einsetzen und am Ende jemanden verletzen. So kam er zu dem Entschluss, ihr die Magie beizubringen, obwohl er das Risiko kannte, das sie als Waffe darstellte. An einem anderen Tag, am frühen Nachmittag. Dale holte das Lehrbuch hervor, mit dem er einst Magie gelernt hatte, und rief nach Latina. Latina, welches Element ist der Wiederherstellungszauber, den du benutzen kannst? Leuchtend. Heilig, Weißt du denn, ob du gegnerische oder benachbarte Elemente hast? Nein, Latina weiß es nicht. Während Latina den Kopf schüttelte, begann Dale zu grübeln. Die Fähigkeit, mit Mana alle möglichen Phänomene hervorzurufen, nannte man Magie. Die Menge variierte, aber die als Mana bekannte Kraftquelle war in allen Dingen vorhanden. Aus diesem Grund war es äußerst unwahrscheinlich, dass jemand überhaupt kein Mana besaß. Aber wenn es um Magie ging, war das eine ganz andere Geschichte. Zunächst einmal konnte man nur die Magie einsetzen, die den Elementen entsprach, für die man eine Affinität hatte. Es gab 7 Elemente. Heilig, Wasser, Erde, Dunkelheit, Feuer, Wind und schließlich die Mitte. Die Kategorien der Affinitäten wurden als einsames Zentrum, gegnerische Diade und benachbarte Triade bezeichnet. Wie die Namen schon andeuten, besaßen die Menschen, abgesehen von denen, die nur Zentrumsmagie anwenden konnten, entweder 2 gegensätzliche Eigenschaften oder 3 mit einem hohen Grad an Kompatibilität zueinander. In der Ilfall hatte er eine Affinität für Wasser, Erde und Dunkelheit. Nun, dann müssen wir uns das erst einmal ansehen. Welche Affinitäten man nutzen konnte, hatte einen großen Einfluss auf die Magie, die man einsetzen konnte. Nehmen wir zum Beispiel die Heilmagie. Sie fiel nur unter die Elemente Heilig, Wasser und Erde und konnte ohne eine solche Affinität nicht eingesetzt werden. Und selbst wenn sie alle über Heilmagie verfügten, war die Wasserheilung am wirksamsten bei äußeren Wunden und Leiden. Die Erdheilung hingegen hatte die größte Wirkung bei der Wiederherstellung der Ausdauer und der Heilung schwerer Verletzungen. Und schließlich war die heilige Heilung universell einsetzbar und konnte jedes Leiden behandeln, d.h. Sie hatten alle ihre eigenen Stärken. O Wasser, sagte Dale in einem Gesang, der zu kurz war, um überhaupt als Zauberspruch zu gelten. Als Antwort darauf flackerte ein schwacher Hauch von Mana auf seiner Handfläche auf. Oh? Verstehst du das? Wenn du eine Mana-Reaktion bekommst, wenn du ein Element anrufst, so wie ich es gerade getan habe, dann bedeutet das, dass du diese Affinität hast. Du bist ein Teufel, also sollte die Zaubersprache kein Problem für dich sein. Was meinst du damit? Fragte Latina verwirrt und legte den Kopf schief. Ah, murmelte Dale und fuhr mit seiner Erklärung fort. Die anderen Rassen bezeichnen Teufel wie dich als geborene Magieanwender. Das liegt daran, dass die Sprache der Teufel die gleichen Wörter verwendet wie die Sprache der Zaubersprüche. Um ehrlich zu sein, haben die meisten Menschen keine Begabung dafür. Sie sind nicht einmal in der Lage, die Aussprache zu beherrschen. Menschen, die Magie anwenden können, sind im Grunde dasselbe wie Menschen, die die Sprache der Zaubersprüche manipulieren können. Ist das zu verwirrend? Latina kann also Magie anwenden, weil sie sie sprechen kann. Richtig, das gilt für alle Teufel.
Dale nahm Latinas Hand und ließ sie die Elemente rufen. Dabei stellten sie fest, dass sie eine Begabung für das Heilige und das Dunkle hatte. Da du bereits Heilmagie anwenden kannst, weißt du das wahrscheinlich schon, aber ein Zauber entsteht, indem du ein Element auswählst, deine Beherrschung darüber erklärst und das Phänomen definierst, das auftreten soll. Und zum Schluss gibst du dem Zauber einen Namen. Aus ihrer Reaktion ging hervor, dass sie zwar Magie anwenden konnte, aber die Theorie dahinter nicht studiert hatte. Das war allerdings verständlich, denn normalerweise wäre es für ein so junges Mädchen undenkbar, überhaupt Magie zu benutzen. Dale wusste allerdings nicht, ob es für Teufel normal war. Als du diese Heilmagie gelernt hast, wie wurde sie dir beigebracht? Latina hat sich alles gemerkt. Und ihr wurde beigebracht, wie man Mana benutzt? Brachiales auswendig lernen, Kannst du mir deinen Heilzauber zeigen, Latina? Ja, antwortete Latina mit einem Blick, der von ernster Konzentration zeugte. Sie rezitierte den Zauberspruch so geschmeidig, dass es fast so aussah, als würde sie ein Gedicht vortragen. O Licht des Himmels, gewähre diese Bitte in meinem Namen, und bitte heile die Verwundeten. Heilendes Licht. Als Dale das überfließende sanfte Licht sah, atmete er erleichtert auf. Das ist ein wunderbarer Zauberspruch. Selbst ohne irgendein Hilfsmittel hast du ihn gut beherrscht. Wirklich? Latina hat das gut gemacht. Ja. Das war erstaunlich, Latina, sagte Dale, während er das Lehrbuch in die Hand nahm. Er blätterte durch die Seiten, sein Blick huschte hin und her, bis er endlich fand, was er suchte. Nun, lassen wir das Lernen der Theorie vorerst beiseite. Wie wäre es, wenn wir dich ein paar einfache dunkle Zaubersprüche sowie heilige und dunkle zusammengesetzte Magie auswendig lernen ließen? Da sie ein Teufel war und die Teufelssprache ihre Muttersprache, war Latina natürlich mit der Zaubersprache bestens vertraut. Obwohl Dale derjenige sein sollte, der sie unterrichtete, fragte er sie schließlich nach Vokabeln, die er nicht kannte. Zaubersprüche sind ja auch eine Sprache. Wenn man sie ausdehnt und mehr Wörter hinzufügt, wird die Magie natürlich stärker. Aber dafür verbrauchst du mehr Mana und es wird schwieriger, sie zu kontrollieren. Wirklich? Ja. Bei dem Heilendes Lichtzauber zum Beispiel, den du gerade benutzt hast, wäre eine einfachere Version so etwas wie O Himmel, bei meinem Namen, ich befehle dir, diese Wunden zu heilen. Heilendes Licht, und das würde immer noch aktiviert werden. Das würde ausreichen, um Kratzer und andere Dinge zu behandeln, und es würde viel weniger Mana verbrauchen. Wenn Latina es also noch länger machen würde, könnte es große Verletzungen heilen. Das wäre schwer zu bewerkstelligen, aber ich denke, man könnte es mit einem Werkzeug schaffen. Magieanwender benutzten Werkzeuge wie Stäbe und Ringe, um ihre Zaubersprüche zu kontrollieren. Indem sie ihre Zauber genau kontrollierten, konnten sie die Menge des verbrauchten Manas bestimmen und so die größtmögliche Effizienz erreichen. Es gab zwar mächtige Angriffszauber, die ein großes Gebiet auslöschen konnten, und theoretisch war es möglich, einen Zauber auszuführen, der eine ganze Armee mit einem einzigen Schlag in Asche verwandeln konnte. Aber dafür bräuchte man eine riesige Menge an Mana, die Fähigkeit, es zu kontrollieren, und einen unglaublich wortreichen Zauberspruch. Das war einfach nicht praktikabel. Wenn man sich das so vorstellte, als würde man auf dem Schlachtfeld ein ganzes Epos rezitieren, konnte man sich leicht vorstellen, wie unrealistisch die Ausführung war. Die grundlegende Aufgabe der Zauberwirker bestand darin, eine große Anzahl von Grundzaubern zu wirken, um die vorderste Linie mit der für die jeweilige Situation geeigneten Magie anzugreifen oder zu unterstützen, während sie sich sicher im Hintergrund hielten. Aber Dale, Latina hatte noch nie zuvor magische Geräte gesehen.
Die Teufel sind ein Inselvolk, das nicht viel mit anderen Rassen zu tun hat. Und wir Menschen wissen nicht viel über Teufelsbräuche und dergleichen, begann Dale, bevor er fortfuhr. Magische Geräte sind Werkzeuge, die es den Menschen ermöglichen, Mana zu manipulieren, auch wenn sie keine Magie anwenden können, und sie können unabhängig von der Affinität verwendet werden. Und die Fähigkeit, solche magischen Geräte herzustellen, das heißt, die Macht zu verzaubern, ist eine besondere Eigenschaft von uns Menschen. Genauso wie die Teufel alle Magie benutzen konnten, hatte jede Rasse ihre eigene einzigartige Eigenschaft. Die Engel hatten Flügel auf dem Rücken, mit denen sie durch den Himmel fliegen konnten, und die schuppenbedeckten Meermenschen konnten unter Wasser atmen. Beides waren Rassemerkmale. Die Menschen hatten keine bemerkenswerten körperlichen Merkmale, konnten aber Werkzeuge herstellen und benutzen. Sogar außerhalb der sieben Menschenrassen gab es Menschen, die in der Lage waren, große Phänomene zu schaffen, die über bloße Magie hinausgingen, was zum großen Teil auf die Eigenschaften ihrer Spezies zurückzuführen war. Aus diesem Grund konnten selbst große magische Tiere wie Drachen durch die Lüfte fliegen. Einen Zauberspruch, der einen fliegen lässt, gab es nicht. Man sagte, dass solche Wesen rassische Eigenschaften besäßen, die sie den Himmel beherrschen ließen. Sie sind ein Produkt der Menschen, also würden sie nicht an Orten auftauchen, an denen kein Handel betrieben wird. So ist das nun mal. Aber sie sind so praktisch. Warum vertragen sich die Teufel nicht mit allen anderen? Ja, ich frage mich warum. Dale kannte einen der Gründe dafür, aber er hätte sich nie getraut, ihn auszusprechen. Es gab einen Trend, wenn es um insulare Völker ging. Dale würde später bereuen, dass er es nicht angesprochen hatte. Latina wurde im da es sieben zentrale Götter gab, die über die Welt herrschten, wurden viele Dinge auch in sieben Teilen ausgedrückt. Daher wurde ein Jahr nach dieser siebener Regel eingeteilt. Mit anderen Worten, die Zeit, die die Jahreszeiten brauchten, um eine volle Umdrehung zu machen, wurde in ein Vielfaches von sieben aufgeteilt, wobei ein Jahr 14 Monate umfasste. Auch die Tage wurden in 14 Teile unterteilt, die nach den Kurzformen der Namen der Götter benannt wurden, wie ZW, die Stunde des Ma und die Stunde des Sai. Typischerweise wurden die Tagesstunden als vorne bezeichnet, während die Nachtstunden als hinten bezeichnet wurden. Die Morgendämmerung war die vordere Stunde des Ma. Der Sonnenuntergang die hintere Stunde des Ma, der Abend die vordere Stunde des Sai und die Zeit vor der Morgendämmerung die hintere Stunde des Sai. Um sich auf Latinas Geburtsmonat vorzubereiten, stellte Dale eine Anfrage an Claude Nungis Eltern. In dieser Welt gab es noch keine Geburtsurkunden, so dass vor allem Geburtstage oft ungewiss waren. Es gab zwar den Brauch, Geburten zu feiern, aber das geschah in Form von Monaten. Die Eltern von Chloe waren Schneider. Sie waren vielleicht Subunternehmer, die keinen eigenen Laden besaßen, aber sie waren auf jeden Fall geschickt. Und so bestellte Dale in ihrem Laden auf der Hauptstraße, wobei er vor allem sie anforderte. Latina interessierte sich dafür, wie die Kleidung hergestellt wurde. Offenbar wollte sie sehen, wie ihre Kleider genäht wurden, und nachdem sie Chloe gefragt hatte, ob es in Ordnung sei, eilte sie herbei, um zuzusehen. Auf diese Weise lernte Latina die Grundlagen der Handarbeit. Dale hatte nicht gewollt, dass Latina sich Chloes Familie so sehr aufdrängt, und so eilte er mit einem Geschenk herbei, um seine Dankbarkeit zu zeigen, und war etwas aufgeregt. Doch Chloes Mutter sagte lächelnd: Wenn sie mit Latina zusammen ist, versucht Chloe alles, um zu zeigen, wie gut sie ist. Sie hatte schon immer ein gewisses Talent, aber sie hat schnell aufgegeben und gar nicht erst versucht zu üben. Ich bin derjenige, der sich bei dir bedanken sollte. Was Dale geschneidert hatte, war ein hellrosa Kleid mit Blumenstickerei.
Als es endlich fertig war, stand der Sommer in der Stadt Kreuz kurz bevor. O Dunkelheit und Schatten, erfülle meine Wünsche in meinem Namen, vertreibe die Hitze und senke die Temperatur. Temperatursenkung. Mit einem leisen Knistern gefror der Inhalt der Schüssel vor Latina. Nachdem sie sich vergewissert hatte, begann sie, die Zutaten mit einem Spatel zu mischen. Für die Herstellung von Eis war eine Kombination aus Dunkler- und Wassermagie erforderlich, die Latina nicht beherrschte, da sie nicht über die nötigen Affinitäten verfügte. Aber es war möglich, die Temperatur von etwas zu senken und es einzufrieren, indem man nur das dunkle Element benutzte. Denn das dunkle Element beinhaltete in vielerlei Hinsicht die Fähigkeit, Dinge fallen zu lassen, während das heilige Element dafür sorgte, dass Dinge stiegen. Dale hatte die Zaubersprüche überarbeitet, damit sie leichter anzuwenden waren, und hatte sie Latina beigebracht, so dass sie nun in der Lage war, die Magie in ihrem Alltag zu nutzen. Da der Sommer nahte, versuchte Latina, einige der gefrorenen Süßigkeiten zu machen, die sie liebte. Da sie die Zutaten für Brause und Eis parat hatte, machte sie jeden Tag etwas anderes. Die Rezepte lernte sie natürlich von Kenneth. Wenn er sie zubereitete, dauerte es eine Weile, weil er magische Geräte benutzen musste, aber da Latina Magie benutzen konnte, ging es viel schneller. Man könnte sagen, dass sich diese Art des Kochens für Magieanwender eignete, aber es war nicht so, dass Kenneth einen solchen um Hilfe bitten konnte. Nach unzähligen Gefrier- und Rührvorgängen hatte Latina endlich eine weiche und schaumige Brause zubereitet, die sie aufgeregt in den Laden trug. Rita, danke, dass du so hart gearbeitet hast. Mach mal eine Pause, ja. Danke, Latina. Rita war an ihrem üblichen Platz hinter dem Tresen mit allerlei Papieren beschäftigt und schien von der Hitze erschöpft zu sein. Obwohl die Fenster und Türen weit geöffnet waren, wehte nicht unbedingt immer eine Brise, und bei der Art von Männern, die den Laden frequentierten, fühlte es sich noch heißer an, wenn man sich nur umsah. Selbst für Rita, die seit ihrer Geburt in irgendeiner Form mit diesem Beruf zu tun hatte, war es hart. Als sie einen Bissen von dem Dessert nahm, das Latina sorgfältig zubereitet hatte, überkam sie ein Ausdruck purer Glückseligkeit. Ah! Das ist köstlich! Auch wenn ich Kenneth darum bitte, macht er es nur ab und zu. Danke, Latina. Es ist wirklich lecker. Gern geschehen. Als Latina in ihre eigene Portion hineinbiss, musste sie lächeln. Aber es schmeckt noch besser, wenn Kenneth es macht. Latina fragt sich, warum? Weil er nicht gegen dich verlieren will, Latina, antwortete Rita kichernd, als sie Latinas etwas unzufriedenen Gesichtsausdruck sah. Kenneth gibt sich auch Mühe. Hem. Latina schien von Ritas Worten etwas verwirrt zu sein, aber bevor das junge Mädchen in den Laden gekommen war, hatte Kenneth kaum jemals Süßigkeiten hergestellt. Rita wusste genau, dass ihr Mann hart daran arbeitete, neue Rezepte für Latina zu entwickeln, so dass sein Repertoire so groß war, dass er eine Konditorei eröffnen konnte. Er bewahrte eine kühle und gelassene Miene, aber er ließ keinen einzigen Tag nach, um weiterhin die Bewunderung des Mädchens auf sich zu ziehen. Rita sah es nicht ungern, dass ihr Mann seinen kindlichen Wunsch, nicht zu verlieren, auf diese Weise in eine Chance verwandelte, sich zu verbessern. Du bist wirklich kein wählerischer Esser, oder, Latina? Ist scharfes Essen nicht ein bisschen schwierig für dich? Wenn Latina etwas Scharfes isst, dann fühlt sich ihr Mund. Sie blies die Wangen auf und blies ein und aus, als ob sie versuchte, ihren Mund zu kühlen. Aber wenn nur Pfeffer drauf ist, kommt Latina damit klar, sagte sie und sah zu den Salz- und Pfefferstreuern auf der anderen Seite der Theke hinüber. Als Dale einmal ein gewürztes Gericht bestellt hatte, hatte es Latinas Interesse geweckt, aber schon ein einziger Bissen war zu viel für sie.
Ihr Gesicht lief rot an, und sie schluckte ihren Becher Wasser in einem Zug hinunter, aber das war immer noch nicht genug, so dass sie mit voller Kraft in die Küche eilte, um Nachschub zu holen. Aber offenbar war sie so aufgeregt, dass sie nicht daran dachte, etwas zu holen, um es hineinzustellen, bevor sie das magische Gerät aktivierte. Als die Erwachsenen sie verfolgten, fanden sie sie vor dem fließenden Wasser herumfuchtelnd. Sie hatten Mitleid mit ihr, aber sie konnten nicht anders, als lachen. Was ist dein Lieblingsessen, Latina? Eiergerichte vielleicht. Latina mag Eier, vor allem, wenn sie ganz fluffig sind. Und sie mag auch Käse und Sahnesoße. Als sie zum ersten Mal in den Laden kam, machte Kenneth ihr oft viele Eierspeisen, die viele Nährstoffe enthielten und leicht zu essen waren. Offenbar hatte das einen großen Einfluss auf sie. Brot ist gut, wenn es ganz weich und fluffig ist, aber Omelettes sind noch leckerer. Auch jetzt noch gehörte French Toast zu ihren Grundnahrungsmitteln. Was hast du in deinem Heimatdorf gegessen, Latina? Hem. Stern, 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 und Stern, Stern, Stern. Vielleicht weil sie nicht über das entsprechende Vokabular verfügte, benutzte Latina stattdessen Wörter aus der Teufelssprache. Wie haben sie denn geschmeckt? Nun. Sie hatten nicht viel Geschmack. Latina hat immer nur das gegessen, also haben Kenneths Mahlzeiten sie wirklich überrascht. Er macht alle möglichen Sachen, und sie sind alle lecker. Latina brach in ein breites Lächeln aus und merkte gar nicht, dass Rita die Worte fehlten. Latina will also auch lernen, wie man leckere Gerichte zubereitet, denn sie machen die Leute glücklich. Jedes Jahr frage ich mich, ob ich ein Idiot bin, weil ich um diese Jahreszeit einen langen schwarzen Mantel trage, brummte Dale, der völlig erschöpft von einem Arbeitstag zur Ausrottung magischer Biastö zurückgekehrt war. Versuchen Sie mal, das vor jemandem in vollem Plattenmantel zu sagen, schimpfte Kenneth, während er ein Glas mit kaltem Wasser füllte. Der Ilsmantel war mit Magie durchtränkt, so dass er nicht nur viel leichter als eine Rüstung war, sondern auch ein beispielhaftes Maß an Verteidigung bot. In Kombination mit seiner stichfesten Tunika bot seine Ausrüstung mehr als genug Schutz. Aber trotzdem war es im Sommer furchtbar heiß. Unglaublich, furchtbar heiß. Dale, willkommen zu Hause. Es ist kalt, also iss auf. Ich bin wieder da, Latina. Danke. Obwohl er bis dahin eindeutig schlecht gelaunt gewesen war, brach Dale plötzlich in ein Lächeln aus. Latina hatte ihren gefrorenen Nachtisch auf einem Tablett hervorgeholt. Du hast diese Art von Sachen schon oft gemacht, Latina. Du verbrauchst doch nicht zu viel Magie und ermüdest dich, oder? Der Mana-Verbrauch war mit bloßem Auge nicht sichtbar, aber man konnte ihn an Gefühlen der Erschöpfung und Müdigkeit erkennen. Wenn man seine Magie überstrapazierte, verlor man die Konzentration, die man brauchte, um das Mana überhaupt zu manipulieren. Es könnte sogar zu einer Ohnmacht führen, weshalb es besonders wichtig war, auf dem Schlachtfeld das Limit für den Mana-Verbrauch im Auge zu behalten. Und so stellte Dale diese Frage, während er der Latina die Schale abnahm, und sie nickte ihrerseits. Latina ist in Ordnung. Sie hat das schon oft gemacht, und sie hat gelernt, wie man es für ein kleines Gebiet macht. Ich verstehe. Als er sah, wie Dale Latina mit einem ernsteren Gesichtsausdruck als sonst anstarrte, wurde Kenneth misstrauisch. Was ist los, Dale? Nun. Ich habe mich gefragt, ob alle Teufel so gut darin sind, Mana zu kontrollieren. Es sieht so aus, als ob Latina es bereits beherrscht, einen Wirkungsbereich zu bestimmen. Ist das wirklich so beeindruckend? Kenneth war ein reiner Krieger gewesen, also wusste er nichts über die Anwendung von Magie. Sie ist noch ein Kind und hat die Theorie dahinter nicht studiert. Und doch hat sie es allein durch Übung geschafft, den Wirkungsbereich ihrer Magie einzugrenzen,
und sie optimiert das Gleichgewicht zwischen Mana-Verbrauch und Kraft. Ich habe ihr vielleicht beigebracht, dass es möglich ist, aber ich habe ihr nicht beigebracht, wie man es macht. Kennis warf einen langen, strengen Blick auf Latina, und sie blickte verwirrt zurück. Dale fuhr fort. Und bei den Zaubersprüchen wendet sie eher die subtilen Techniken der Heilmagie an, die sie bereits kannte, als die einfache Art, die ich ihr beigebracht habe. Normalerweise sollte die Belastung, sie zu kontrollieren, damit steigen. Latina hat es gelernt, weil Dale es ihr beigebracht hat. Früher hat sie sehr viel Mana auf einmal benutzt. Jetzt benutzt sie nur noch das, was sie braucht. Es ist jetzt viel einfacher. Siehst du? Genau. Latina ist vielleicht wirklich ein Genie. Sie lernt ja auch alles so schnell. Tatsächlich, erwiderte Dale, woraufhin Kennis ihn ansah, als wolle er sagen. Das merkst du erst jetzt? Ja, beim Kochen und Putzen und neuerdings sogar bei der Handarbeit. Selbst wenn man es ihr nur einmal beibringt, versteht Latina es erstaunlich schnell. Es ist seltsam für mich, dass sie offenbar in einer Umgebung aufgewachsen ist, in der sie solche Dinge nicht konnte, bis jetzt, wo sie ein so aufgewecktes Kind ist. Ich meine, überleg doch mal. Sie lernt so schnell, warum hat ihr wohl bis jetzt niemand etwas über Magie und Hausarbeit beigebracht? Sie ist so klug, dass es mich nicht überraschen würde, wenn sie Dinge lernt, ohne dass man sie ihr beibringt. Selbst wenn es sich um verschiedene Rassen handelt, ist das eine zu große Diskrepanz. Als sie zum ersten Mal in den Laden kam, wusste Latina zumindest, wie sie auf sich selbst aufpassen musste. Trotzdem gab es eine ganze Reihe von Dingen, die sie nicht tun konnte. Kennis musste ihr vorsichtig beibringen, wie man ein Messer hält und einen Waschlappen auswringt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Lebensweise der Teufel so anders war. Richtig. War alles, was Dale als Antwort sagen konnte, als er erkannte, wie wahr diese Worte waren. Als sie sah, dass die Erwachsenen sie anstarrten, legte Latina den Kopf schief, so wie sie es immer tat. Was ist es? Es war also eine Umgebung, in der dir nichts beigebracht wurde, oder eine, in der du nichts tun musstest, was? Du meinst Latina? Ja. Hat dir irgendjemand etwas beigebracht, so wie wir es in deinem Geburtsort getan haben? Latina war noch nicht entschieden. Bei dieser etwas unverständlichen Antwort von Latina neigten die Erwachsenen diesmal den Kopf. Was, war nicht entschieden? Latina weiß es auch nicht genau, aber Lee. Nein, Latina weiß gar nichts. Fast hätte sie etwas gesagt, aber sie hielt sich den Mund mit den Händen zu und schüttelte den Kopf. Sowohl Kennis als auch Dale war klar, dass Latina nichts weiter verraten würde. Trotz des äußeren Anscheins war sie doch ziemlich stur.